Ah, wer ist das Kaffee? Das kann ich gar nicht lesen. Aber ich finde die Gestaltung hier rechts zum Beispiel mit dem, Also die Vegetation ist echt schön. Fußgänger über Weg. Vegetation? Hat das was mit Vegetariern zu tun? Ja, genau. Ich bin Veganer. Ich habe ja schon mal über Frutarien geredet. Das ist, glaube ich, irgendwie untergegangen. Ja, da hatten wir auch mal, oder hattest du mal drüber geredet, ja? Ja, da ist noch keiner drauf angesprungen. Ich fand das eigentlich nämlich ganz cool, also ganz interessant, weil du darfst dann nämlich keine Sachen essen, die du quasi tötest, sobald du sie erntest. Nein, nein, du darfst nur das essen, was vom Baum gefallen ist. Nee, das sind solche Sachen, also zum Beispiel, du darfst keine Mohrrüben essen. Weil, indem du sie ausbuddelst, ist die Pflanze tot. Du darfst aber zum Beispiel eine Paprika, je nach Extremstufe, darfst du Paprikas ernten oder eben halt die anderen essen, weil die Pflanze danach halt weiterlebt. Aber du darfst eben nicht Sachen essen, die dann im Endeffekt dadurch sterben. Achso, also dürfen die quasi Tomaten essen, weil Tomaten reichen ja noch nach. Genau, die Pflanze ist nicht tot. Ja, und die Frucht auch nicht. Ja, eben, das geht alles noch. Aber sobald du halt irgendwie so Wurzelgemüse hast, was dann halt eben instant tot ist, darfst du das halt nicht essen. Hallo. Ich werde nie Frutarier. Ich auch nicht. Hallo. Dafür ist mein Fleisch irgendwie viel zu wertvoll. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern ein schönes Steak gehabt. Oh. An alle Frutarier da draußen. Einmal normal, bitte. Eigentlich könnte ich mir die Woche jetzt noch bei Edeka was holen, weil die haben nämlich ein richtig schönes Steak im Angebot. Irgendwie 100 Gramm für günstiger als sonst. Nur 100 Gramm? Also Steak fange ich nicht unter 200 Gramm. Nein, 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 100 Gramm Preis für günstiger. Achso. Ich gucke immer, wenn es Kilo weniger als 24 Euro kostet, dann bin ich dabei. Ich habe sogar irgendwie 3,99 oder so. Also im Prinzip ist dann das Kilo... 39 Euro. 39, ich kann voll Kopf rechnen. Das muss dann aber schon irgendwie importiertes Fleisch sein. Es ist voll Premium, weil es Edeka-Fleisch ist. Also ich weiß, hier zum Beispiel beim Rewe kriegst du importiertes Fleisch aus den USA, aus Argentinien. Wenn du es bezahlen willst, dann kannst du es da tun. Für den Fall, dass du es bezahlen willst, sehr gut. Und der Rest, der wird dann halt, ja. Ich habe mir gedacht, gut, das Deutsche für 25 Euro das Kilo tut's auch. Oh, das ist ein Schiff? Oder stehen Autos im Boden? Hab nämlich die Fleischereifachverkäuferin gefragt, ja, wo ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt das Deutsche und das Amerikanische nehme? Hat die gesagt, gibt keinen Unterschied, das Amerikanische ist viel teurer. Ich ja. Sag, gut, dann nehme ich das Deutsche. Ja, dann nehme ich das Deutsche. Das ist von glücklichen Rindern aus, von Rindern aus der Region. Die sind gestorben, weil sie es wollten. Ich weiß nicht, ob die das wollten, aber sie sind jedenfalls gestorben. Ja, das ist dann halt so, aber sie waren bestimmt lecker. Definitiv. Huch, da hat gerade ein Berg nachgeladen. Aber ich finde, mit dem Nebel sieht das echt ganz anständig aus hier. Und auch mit dem Wasser da irgendwie. Da waren vor allem, der Map-Ersteller hat durch Terrain-Veränderung. Terrain. Was irgendwie, ja, Terrain. Terrain. Was eigentlich ganz gut aussieht, durch Terrain-Höhenveränderung hat der Wellen Sim-Dingens. Also nicht durch, das ist im Prinzip kein Wasser, sondern das ist Terrain mit einer Wassertextur. Das habe ich, glaube ich, vorher nicht erwähnt. Das ist Terrain mit einer Wassertextur drauf, so. Nicht Wasser. Achso, ja, weil für Wasser gibt es ja auch verschiedene Texturen. Ja, nur Wasser ist kein Wasser, sondern es ist halt Terrain mit Wasser. Okay. Ja, okay, und da rechts eben auf den Diedel, da schwebt der gerade schon irgendwie weg ist, was, glaube ich, ganz gut ist. Weil das ist die Kachel, die, wenn du das zweite Mal drüber fährst, nicht lädt. Böse Kachel. Böse Kachel. Es ist eine interessante Map. Ja, ich habe vor allem auch schon geguckt, welches Objekt da irgendwie in der Logfile falsch ist. Und dann habe ich das entfernt und dann habe ich es ein paar Mal neu geladen, die Kachel. Dann hat das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, der James war heute ganz intelligent. Der ist ja Stettin fiktiv gefahren, ne? Hat sich gedacht, ja, wird schon funktionieren. drei. Nein, 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 nein. Achso, das war dieses Jahr an. Das war eine Rechtskurve, die Gandajosch. Hat sich auf jeden Fall der James gedacht, ja, wird schon funktionieren und stand dann irgendwann vor einer Kachel, die nicht nachladen wollte. Okay. Und hat sich dann gedacht, okay, du hättest vielleicht doch irgendwie Map-Tools drüber laufen lassen sollen. Ja, das mache ich aber generell bei Karten, die mir, also die nicht so...
Es fehlte kein Objekt. Das Objekt war tatsächlich da. Das war nur irgendwie anders geschrieben. Genau, das habe ich nämlich noch im Thread gelesen. Genau, da halt fehlt an diesem E so ein komischer Haken dran. Ja, an dem C fehlte unten dieses Buchstaben halt. Das habe ich aber gleich gelesen auf der ersten Seite. Da habe ich mir gedacht, gut, das machst du dann auch gleich. Nee, ich ja nicht. Mittlerweile ist der Thread hier auch weg. Echt? Ich habe das noch ganz offiziell hier im Forum bekommen. Ja, ich auch. Aber ich frage mich immer, wer das freischaltet, um dann zwei Tage später festzustellen, dass das irgendwie nicht freigeschaltet gehört. Die Moderatoren im Omsi-Forum. Da weiß der eine nicht, was der andere tut. Im Prinzip weiß da die rechte Hand nicht, was die linke macht. Ich denke immer zu viel schlimm. Aber ich meine, diese Freischaltung dient doch eigentlich dazu, dass... Da steht ein Schild mitten auf der Straße. Die Freischaltung dient doch eigentlich dazu, dass sowas eben nicht passiert, dass sowas dann gleich vor der Freischaltung irgendwie... Sollte man meinen. Ja gut, das ist halt... Das wäre ja professionell. Ja eben. Das sieht echt... Also irgendwie, ich weiß nicht hundertprozentig, was ich von der Map hier halten soll, aber irgendwie... Sie ist halt... Also eigenartig nicht im negativen Sinne, sondern... Sie hat halt ihre eigene Art und ist dadurch halt eigenartig. Und sie ist eigenartig nicht im eigentlichen Sinn, aber sie ist seltsam, ja? Sie ist halt eigenartig im ursprünglichen Sinn und nicht im heutigen Sinn. Sie ist also eigen, quasi. Genau, sie ist eigen. Also sie ist halt so wie noch weniges, also... Sie ist halt original. Genau, man kann sie so ein bisschen mit Omstyle vergleichen, aber irgendwie schöner als Omstyle. Also Omstyle ist unfahrbar. Ich frag mich immer noch, wie der Andi da unfallfrei durchgekommen ist. Er ist unfallfrei. Boah, ich hab mir immer noch gedacht, ich muss mal Gatz 330 da fahren, weil da kommst auch unfallfrei durch. Ich will ja immer noch, dass der Andi den Gatz 330 mal fährt. Muss ich ihm eigentlich mal eine Fahrstunde, wobei, also angefangen müssen wir erstmal damit, dass Andi überhaupt mal weiß, was eine manuelle Kupplung ist, wie das überhaupt funktioniert. Und dann, um dann mal auf dieses nicht synchronisierte Getriebe klarzukommen. Ich meine, ich fahre ja schon seit Omsi-Zeiten immer... wenn es geht, manuelles Getriebe, wie gerade hier auch. Immer mit manueller Schaltung, so. Ja, kann ich ja nicht. Mir fehlt A das Pedal, B habe ich kein Schaltungsdings. Und selbst dann hatte ich gerade am Anfang enorme Schwierigkeiten, mit dem Teil irgendwie vorwärts zu kommen. Also der arme Andi. Aber ich muss gestehen, ich liebe Eugel im Moment noch so ein bisschen mit dem G29, ist es, glaube ich. Ist aber teuer. Habt ihr mal, ich glaube, das 29 ist das mit der PlayStation. Ja, genau, mit dem PlayStation Layout. Was mir da mal ein bisschen stört, ist, dass du an diesen Gangschaltungs... was macht der da vorne? Seinem Gangschaltungsteil, dass du da keine Tasten drauf hast, weil da habe ich zum Beispiel meine Tür und sowas drauf. Ja, aber das Layout vom G29 ist ja das Layout, was auch das Driving Force GT hat. Das bin ich halt gewohnt. Da vorne steht Sifa auf dem Auto. Echt? Sifa? Zwangsbremsung. Da komme ich mir gerade vor, aber ich werde gar nicht überholen. Der fährt irgendwie 50 hier. Oh, das ist eng. Aber, ich weiß, warum er 50 fährt. Wie gesagt, ich bin halt das mit den Tasten am Lenkrad gewöhnt, dass ich da ganz viele Tasten drauf habe. Von daher geht das für mich schon in Ordnung so. Ich finde es aber so realistisch, wenn du so wie so ein Bus halt so die Tasten so halt neben dir hast. So. Die Türen steuere ich über die Tastatur. Echt, da habe ich gar keinen Platz dafür. Das sind viel zu weit vorne, die Tastaturtasten. Weit hinter dem Lenkrad. Was macht der da vorne jetzt? Ich überhole... überholen ist keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, ich fahre etwas sehr irgendwie seltsam. Ich hab das anders gemacht. Ich habe das Lenkrad immer da festgeschraubt, wo dann die Tastatur eigentlich liegt, auf diesem Schiebedings. Das habe ich dann so weit reingeschoben, dass ich das nicht reinschiebe beim Lenken oder so. Und die Tastatur liegt dann dahinter auf dem Schreibtisch selbst. Ich denke immer noch viel zu viel zweideutig. Ja. So geht das dann eigentlich ganz gut. Da habe ich dann das Gefühl, als wären die Tasten so auf dem Dashboard, weil ich dann ein Stück nach hinten greifen muss. Oh, ich habe gerade erfolgreich ein Auto überholt. Ohne es auszubremsen. Ich dachte, jetzt fängt er wieder an zu kichern wie ein kleines Kind, weil ich gesagt habe, nach hinten greifen. Nee, nach hinten greifen geht, ja. Ich fand reinschieben irgendwie schlimmer. Achso. Es ist alles in Ordnung mit mir. Es ist alles okay. Das alte Rein-Raus-Spielchen, ja. Ja. Solange wie die Frau sich nicht wie bei einem Boxenstopp vorkommt. Rein-Raus, fertig. So, was haben wir jetzt da oben für eine Kurve? Oi. Aber es ist eine Rechtskurve, das finde ich in Ordnung. Die gehen ja mit der Josh-Methode des Todes auf Doom.
eigentlich, wenn nicht gerade hintereinander fünf Autos mit kurzem Abstand kommen, dann geht das eigentlich. Ich finde die Vegetation cool. Habe ich noch nie erwähnt, gell? Nee, gar nicht. Ich finde aber die Vegetation eigentlich ganz cool. Echt? Ist es so kalt? Friert? Ja. Das war echt, also stellenweise ist es echt eng. Nein, Josh, das tut nur so. Oh, das. Oh, Todeskurve. Was? Die Kurve des Todes auf Doom? Ja, das ist eine Doppelkurve. Hm. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Damit hast du angefangen. Ich habe mir das voll angewöhnt. So, kann ich nach dem dann eigentlich fahren? Gar nicht. So, nach dem Roten? Nach dem Roten. Nach dem Roten. Ja, ja, nach dem Roten. Na, nach dem Roten, glaube ich. Hm. Was hältst du davon, dass ich nach dem Roten fahre? Klingt gut. Ich sehe es zwar nicht, aber klingt gut. Ja, so heißt, ich kling, bumm, Schepper macht, klingt das ganz gut. Ja, aber das macht's ja beim Setra nicht. Echt? Ach stimmt, das macht einfach nur... Danke fürs Warten. Der hat gewartet! Seit wann warten die in Kurven? Weiß ich nicht. Warum stehe ich überhaupt gerade in der Kurve? Das ist eine ganz schlechte Idee. Vielleicht ist da eine Werkstatt? Nee, ich glaube, das Ding ist kaputt. Nee, aber du hast doch gesagt, der wartet. Darum sagte ich, vielleicht ist da eine Werkstatt. Haha. Ja, ich weiß jetzt, warum die hier ist. Ja, aber das passt. Pass noch ein Panzer durch. Boah. Ja, also Andi, hier ist echt schlimm. Der Andi hat sich ja immer beschwert, ich würde immer so dicht auffahren, aber ich finde, das stimmt gar nicht. Also ich fahre nicht dicht auf, ich sehe nur, was da vorne im Radio für einen Sender drin hat. Genau, der hat immer gesagt, an Ampeln, ich würde so dicht an den Verkehr ranfahren. Also, verstehe ich gar nicht. Er hat Verkehr gesagt. Egal. Nur weil ich das Nummernschild nicht mehr sehen konnte. Ja gut, komm auf, ob du stehst oder fährst. Ja, ich stand. Ja, das geht ja dann. Also dann soll man ja vergleichsweise weit aufrücken. Es sei denn, du stehst an einem Abhang, da habe ich immer Angst, dass die vorne zu blöd sind zum am Berg anfahren und dann irgendwie meine Motorhaube zerdellen. Ich meinte jetzt in Omsi. Ja, meine ich ja. Da will ich es trotzdem so machen, einfach aus Prinzip. Ja, aber in Omsi, der KI-Verkehr rollt ja nicht zurück. Aber er ist andersweitig unfähig. Also man selber tut das schon vom Wechsel von Bremse auf Gas, zumindest wenn man nur mit einem Fuß fährt. Ja, das macht man ja auch so. Es sei denn, du spielst so gekonnt mit der Kupplung, dass du stehen bleibst. Ja, ich war jetzt von einem Automatikwagen ausgegangen. Wer fährt einen Automatikwagen? Ja, ich. Also voll LW, ey. Ja, aber du hast ja auch mal im Stadtverkehr, hast ja auch manchmal Ansteigung. Nicht nur manchmal, ich fahre eigentlich so, glaube ich, so ziemlich 60% meiner Let's Plays mit Automatikwagen. Ich weiß das schon auch. Ja, und ich reite dann nur sehr gerne drauf rum. Ja, drauf rum reiten gesagt. Die rollen zumindest, seitdem ich den Mainzer Line City gefahren bin, ist mir das aufgefallen, weil der das extrem macht. Die rollen halt schon mal an der Steigung zurück. Jo, Tatsache. Ja gut, bis dann der Schub halt kommt, gerade bei so einem Line City, glaube ich. Ja, und ich weiß, es gibt zwar Leute, die fahren Ormsee auch mit zwei Füßen. Ich kann das aber irgendwie nicht. Ja, das ist auch unreal. Wenn ich mir das in Omsi angewöhnen würde, dann würde ich in der Realität ja komplett verkackeln, wenn ich heute Schaltwagen fahre. Das ist ja komplett, Also, okay, bei Rennspielen mache ich das. Da bremse ich damit mit dem linken Fuß. Ja, in Rennspielen ja. Weil das realistisch ist. Die machen das auch so. Das mache ich trotzdem nicht. Doch, ich schon. Vor allem kannst du in dem Moment viel schneller reagieren. Ja, das stimmt halt schon. Aber in Omsi, nö. In Omsi mache ich immer brav mit einem Fuß. Wechsel so, wie ich das gehört. Richtig. Aber hier ist ein bisschen wenig von der Gestaltung. Hier finde ich es nicht so toll. Das ist der Berg ein bisschen sehr... karg. Vielleicht karg. Die Baumgrenze erreicht. Ja, Tatsache. Ich fahre auch immer weiter nach oben. Ich wollte extra nach oben fahren, nicht nach unten, weil ich finde es irgendwie cooler. Bergab fahren ist auch nicht so. Nee, bergauf hat irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie so Stil. Deswegen fährt man in Römerberg, wenn man da fährt, irgendwie auch immer berghoch, also wenn man da mal fährt. Ich fahre da auch schon mal bergrunter, aber ich finde das anstrengend, bergab zu bremsen. Ja, irgendwie schon. Da würde ich mir einen Retarderhebel zum Beispiel freuen, das wäre irgendwie cool. Ja, ich weiß, du bist Retarder-Fanboy. Ja, das ist voll cool, du kannst damit verschleißfrei bremsen und ohne Fußverschleiß. Bedenke den Fußverschleiß dabei und die Schuhe, die du dadurch abnutzt, das ist echt heftig. Ja, aber der Retarder hast du ja auch bei Automatikwagen, der
bremst ja auch das meiste. Da ist ja auch nur die mechanische Bremse zur Unterstützung. Ja gut, wobei so ein Citaro, wenn der keinen Hebel hat, sondern nur so ein Retarder-Ding, was halt immer angeht, wenn du bremst, da macht der Retarder nicht allzu viel. Also das merkst du ja. Das meiste, tatsächlich. Also ich habe mir auf mein Lenkrad den Befehl für Retarder direkt gelegt. Heißt, wenn ich da drauf drücke, dann retardet der nur mit dem Retarder. Und das ist je nach Steigung und Drehzahl eher so... Ja, das ist... Ja. Aber Retarder direkt greift dir nicht die ganze Leistung vom Retarder ab. Ach, der macht nur so ein bisschen was. Genau. Aber ich kann da rechts rausfahren, da ist ja nichts. Wobei, dann hängt sich mein Rad wieder auf. Echt, es gibt immer noch Leute, die Alheim 311 mögen? Ja. Interessant. Lieber Josh, hast du denn mitbekommen, dass der Darius Bode angekündigt hat, dass er Hamburg modernisiert? Tatsache, ja, habe ich mitbekommen. Irgendwie voll zufällig, saß ich gerade zum Auto und habe gerade gewartet irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann hat der Herr mir dir das geschrieben. Nee, dann habe ich das im Forum gelesen. Achso, wenn der Josh an Ampeln wartet, liest er das Omsi-Forum, okay. Ja, nein, nicht an Ampeln, an Parkplätzen. Achso. Auch okay. Was warten die da vorne? Idioten. Vielleicht auf schöneres Wetter. Bis ich vorbei bin. Ey, da passt noch ein Panzer durch. Aber was hältst du denn da davon? Ich habe mir die Screenshots nicht angeguckt, weil ich mir gedacht habe, das Startroom spaßt dir. Die muss ich mir nochmal anschauen, die Screenshots. Ich finde das cool, dass da kostenlose Updates kommen. Einfach aus Prinzip raus finde ich das gut. Und da sollen ja auch laut Changelog einige... Fehlerverbesserungen. Ja, einige, auch einige neue Gebäude und neue Kreuzungen. Irgendwie 120 neue Backloads. Und das für ein kostenloses Update. Also, ja. Da kann sich manche Paver-Map, als die sich damit brüstet, echt was Riesengroßes abschneiden. Das kostenlose Update, 120 neue Objekte. Also, Haldemolde. Ja, ich finde das ganz cool. Ich bin generell ein reale Gebäude-Fanboy. Das ich glaub, definitiv. Nicht nur ich. Definitiv. Und auch die Gebäude von Darius sehen auch einfach irgendwie echt gut aus. Also Hamburg, die Gebäude, das kann er. Also Gebäude und Karten kann er. Und ich glaube auch die ganzen Kreuzungstexturen und Spline-Texturen sind auch nochmal neu und verschärft. Und ja, er hat auch einige Kreuzungen umgebaut und der Gänsemarkt ist umgebaut. Da hat sie ja in der bisherigen Version so eine halbe Haltebucht irgendwie. Da hältst du dann jetzt auf der Spur und der Bussteig ist ein bisschen auf die Straße gezogen worden. Okay, siehst du da eigentlich auch die neuen Texturen für die Kreuzung? Also sehen die irgendwie... Die sehen schon anders aus, ja. Das ist gut, weil ich fand die immer so einen kleinen Ticken zu verwaschen. Also Splines, finde ich, gingen, aber Kreuzungen waren stellenweise ein bisschen, ja... Mhm. Ich meine, den halben Frame, der da die irgendwie die größere Textur kostet, habe ich gedacht, den kannst du da eigentlich auch noch sparen. Ja... Auch wenn es ein Frame ist. Oder zwei. Ach komm, heute sind wir mal spendabel. Komm, nehmen wir auch drei Frames noch dafür. Aber die Sonne scheint mir gerade entgegen. Was ist das hier überhaupt? Nee, aber es sieht echt gut aus, was er da gemacht hat. Alter, er hat ja... Das hier ist aber auch nicht verkehrt. Ich sehe es ja nicht. Außer, dass mein Schatten senkrecht steht. Ach so. Er hat ja auch... Das ist diesen, schon verkehrt. ...diesen Abstellplatz an der Adenauerallee gebaut, mit Toilettenhäuschen, wo Hochbahn dran steht. Ach süß. In St. Pauli die Türme hat er gebaut. Alsterdorf ist umgebaut. DFIs hängen jetzt überall. Ja gut, ich bin erstmal zufrieden, wenn das alles mit den Texturen so ein bisschen, wenn die Kreuzung alle ein bisschen schöner werden, dann bin ich ja schon zufrieden. Doch, definitiv, das sieht... Warum warne ich nicht davor, dass hier so schlechte Straßen sind? Mein armer Bus... Also, wo du sonst halt nur dieses Grau verwaschen hattest, siehst du jetzt schon so eine Körnung vom Asphalt halt. Ja, das finde ich aber gut, das finde ich gut. Ja, ich auch. Oh, Leute, jetzt renn doch nicht auf die Straße hier. Idiotenpack, ey. Wo sind wir hier überhaupt? Sogar Straßenschilder hat er jetzt. War nicht in der bisherigen Version auch? Also, das Einzige, was er übernommen hat von Omsi, war ja die Vegetation. Alles andere war ja neu. Ja, aber hier ist jetzt ein Screenshot, da ist so ein Straßenschild, ne, mit dem Straßennamen. Waren die nicht sonst auch schon da? Ah, so Straßendinger. Waren die nicht sonst auch da? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Also was es da gab, waren solche Richtungspfeile für irgendwie Bundesstraße nach Buxtehude oder sowas, das war ja schon da.
Ja. Solche Pfeilchen. Aber so Straßen, das finde ich, das gefällt mir. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Ja, ich freue mich auch auf das. Das ist jetzt gerade im Test. Oh, und da oben, glaube ich, auf der Seite waren noch auch so zwei Teile, wo noch was stand von wegen 2016. Und 2017, ja. Und 2017. Da sind Cover, also DVD-Boxen mit einem Fragezeichen. So ausgegraute Dinger da. Ja, ich glaube, vom Darius haben wir noch ein paar Sachen, die wir erwarten können. Solange sie jetzt nicht ausschließlich auf Busse beschränkt, bin ich da sehr zuversichtlich. Ich wollte gerade sagen, solange wie er vom Bussen die Finger lässt, ist mir das echt. Weil das kann er nicht. Ich habe so das Gefühl, er versucht seine Busse immer so zu bauen wie seine Gebäude, das funktioniert aber nicht. Ja, weil ein Bus halt irgendwie ein bisschen komplexer ist als so ein Gebäude. Ja. Aber wenn der Maps raushaut, das finde ich gut, das gefällt mir. Mir auch, ich mag seine Karten. Willkommen im Club. Und du magst meine Lichtschwimmung auf Chicago, das finde ich auch gut. Tja, ich habe mir gedacht, irgendwie hat der Josh fein gemacht, musst du irgendwie mal schreiben. Ja, ich habe mir jetzt heute auch ein bisschen Mühe gegeben, hier ein bisschen die, so ein bisschen Nebel und Sichtweite. Und ich habe auch die Höhe vom Nebel so eingestellt, dass es so Bodennebel ist. Also ich habe mir da auch wieder heute Mühe gegeben, dass das ein bisschen anständig aussieht. Das ist schön, hat der Josh fein gemacht. Ja, ich habe mir gedacht, so nach 300 Folgen Omsi, wo irgendwie sommerlich bei 15 Grad ist, gebe ich mir ein bisschen Mühe dabei, so ein bisschen. Ich feiere meistens reales Wetter. Von daher ist es bei mir immer anders. Das mag ich nicht aus dem Grund, weil ich mag diese Wolken nicht. Also wenn die so weit oben sind, Wolkenhöhe hoch und dann so Cumulus 3 und dann siehst du quasi nur so komische kleine runde Fleckchen. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe mir irgendwann mal so eine Wettermod runtergeladen von Karmaz, auch mit 4 verschiedenen Arten von Overcast und so. Da sieht das eigentlich ordentlich aus. Noch mehr Overcast-Wolken. Ja, also 4 Abstufungen Overcast. Leichter Overcast, Mittel, hier und da mal ein bisschen aufgerissen und dann den richtigen Overcast. Wer hat wen aufgerissen? Ja, die Wolkendecke ist aufgerissen. Wer hat die aufgerissen? Der Wind. Was passiert unter der Decke? Da leben Menschen. Ui, und was machen die Menschen? Leben. Reißen die auch einander auf? Manche bestimmt. Ich bin wieder schlimm heute.